3. Oktober beschäftigen wir uns hier bei Radioaktiv mit unserer Demokratie. Im Rahmen einer Polizeiausstellung im Hamelner Kunstkreis, die auch noch morgen zwischen 11 und 14 Uhr nach Anmeldung besichtigt werden kann, fanden sogenannte Demokratieschutzgespräche statt. Interessierte hatten die Gelegenheit, mit Referenten aus Politik, Polizei, Jugendarbeit sowie Schule in den Dialog zu treten und Gedanken über unsere Demokratie auszutauschen. Einer von ihnen, der Schulleiter des Hamelner Albert-Einstein-Gymnasiums, Sönke Koss. Herr Koss, hallo. Hallöchen. Vielleicht zunächst erstmal Ihr Fazit, wie war es für Sie? Ja, es war total interessant. Ich denke, es war eine wirklich super Ausstellung. Ja, der Ralf Hermes hat mich ja auch diese Ausstellung begleitet und hat natürlich ein fundiertes Fachwissen, Hintergrundwissen, und hat mir die vielen Exponate wirklich nahegebracht, und das war wirklich ganz toll. Tatsächlich ist es so, ich denke, so ein Demokratieschutzgespräch oder so eine Ausstellung hat einfach auch was Gutes für sich. Es war tatsächlich so, ich hatte mich dann auch ein bisschen vorbereitet und musste dann selber auch nochmal, auch wenn ich natürlich Lehrer bin und einigermaßen Hintergrundwissen ich natürlich habe, trotzdem habe ich nochmal Weimarer Republik und Polizei mir nochmal so ein bisschen Hintergrundwissen selber nochmal angelesen. Ja, und das war total spannend, tatsächlich das auch nochmal zu lesen. Das war mir auch tatsächlich gar nicht mehr so klar, Weimarer Republik und welche Rolle die Polizei da gespielt hat, und das dann untermalt mit der Ausstellung, das war echt toll, muss ich wirklich sagen. Also hat mir sehr gut gefallen und war auch schön aufeinander aufbauend und war wirklich sehr schön. Es geht ja darum, auch mitunter so ein bisschen, wir erleben es, also politisch kann man tatsächlich sagen, haben wir eine Situation, wo viel diskutiert, debattiert wird, und man hat so den Eindruck, es gibt so inzwischen zwei Lager. Mittelpol wird irgendwie immer an die Ränder gedrängt, und dahin tendiert das Ganze, also eine Teilung innerhalb der Gesellschaft. Viele sagen ja, das sind erste Anzeichen dafür, dass sich so etwas ansatzweise wiederholen könnte. Die sehen die Gefahr. Wie sehen Sie das denn, diese aktuelle Situation oder diese aktuelle Polarisierung innerhalb unserer Demokratie? Ist es vielleicht normal innerhalb einer Demokratie, oder ist das tatsächlich etwas, was uns Sorgen machen sollte? Naja, ich denke, man soll das schon ein bisschen mit Sorge betrachten, zumindest die sehr stark polarisieren, dass dann auch immer wieder zu solchen Gewaltausbrüchen kommt. Ich glaube, es besteht halt ein riesengroßer Unterschied zwischen wirklich seine Meinung zu äußern in einer Demokratie, dafür steht ja auch eine Demokratie, auch dass demonstriert wird, das ist alles auch das Recht gerade in der Demokratie, aber dann muss auch tatsächlich an die Regeln gehalten werden, und deshalb kann nicht irgendwie der Gewalt verbreitet werden, und das macht mir tatsächlich Sorgen. Ansonsten ist es, denke ich, auch so, man darf hier eins nicht vergessen, dass, glaube ich, schon ein Gros der Gesellschaft, glaube ich, für die Demokratie steht. Also ehrlicherweise könnte ich mir persönlich gar keine andere Form vorstellen, denn ich glaube, wenn man jetzt mal sich in der breiten Masse erkundigen würde, ich glaube, gerade die meisten sind sehr freiheitsliebend, und dafür steht ja gerade Demokratie, und ich könnte es mir persönlich gar nicht vorstellen, eine andere Form zu wählen, weil genau dafür stehe ich. Und ich glaube allerdings, dass das Wichtigste ist, meiner Ansicht nach, ich meine, der erste Gesprächspartner hat ja die Polizei ein bisschen in den Vordergrund gerückt, das ist sicherlich auch richtig. Allerdings sehe ich es noch einen Schritt davor, und wahrscheinlich ist tatsächlich der herausragende Punkt ist die Bildung. Und ich glaube, die Demokratie steht und fällt mit Bildung, und deshalb ist es auch total wichtig, Demokratie in der Schule frühzeitig durchzunehmen, in allen Klassenstufen. Und Bildung hat auch einen ganz wichtigen Faktor, nämlich in der Medienbildung. Ich glaube, heutzutage, das Internet ist extrem schnelllebig. Man erreicht natürlich auch sehr viele Leute sehr schnell, und man findet natürlich auch relativ zügig Gleichgesinnte. Und ich weiß, wie manche im bestimmten Spektrum so Propaganda fahren und wie manchmal auch junge Leute dann abgeholt werden. Und deshalb ist es total wichtig, in der Schule auch wirklich so eine Medienbildung zu machen. Wie geht man überhaupt damit um? Und ich glaube, da haben wir natürlich auch noch ein bisschen Nachholbedarf. Sehen Sie denn aber aus Ihrer Perspektive, aus Ihrer Sicht jetzt irgendwie, Sie haben gerade gesagt, Sorgen sollte man schon haben, die muss man ernst nehmen tatsächlich, diese Entwicklung. Sehen Sie es aber tatsächlich so dramatisch wie manch anderer, der dann sagt, okay, die Gefahr ist da, dass es eine Art Umsturzfantasie geben könnte, so ähnlich wie wir es jetzt in diesen schrecklichen Bildern in Berlin erlebt haben, wo da teilweise Leute versucht haben, den Reichstag zu stürmen? Ich persönlich kann es mir ganz schwer vorstellen. Ich glaube, wie gesagt, das hatte ich schon angedeutet, dass halt doch ein Großteil der Gesellschaft, glaube ich, eben gerade für Demokratie steht. Ich glaube, es ist einfach eine schwierige Zeit mit Corona. Auch viele sind unzufrieden, auch mit der Gesamtsituation. Ich glaube, das trägt dazu bei. Ich glaube aber, man darf eins nicht vergessen, wenn da 300
400, 500 Leute vor den Reichstag stehen, das ist ja nicht der Gros der Gesellschaft. Wie gesagt, wenn man jetzt irgendwie auch Umfragen macht, dann ist es ja auch immer so, dass der kleine Teil natürlich immer sehr laut ist und auch immer das propagiert, aber ich glaube, dass, wie gesagt, ein Großteil dem gar nicht folgen kann und dem auch gar nicht dahinter steht. Aber diese kleinen Gruppierungen dann häufig auch durch diese Gewaltausbrüche, dass das dann natürlich ganz anders wahrgenommen wird. Also ganz ehrlich, ich weiß, was wir an der Demokratie haben und ich glaube, das sehen viele auch so und ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Deshalb sehe ich es nicht so mit allzu großer Sorge. Sie haben eben gerade schon eingesprochen und haben gesagt, naja, okay, das Thema Medienpädagogik spielt bei uns dort auch eine Rolle. Wir leben es gerade aktuell auch derzeit. Ich glaube, es ist noch nie auch im journalistischen Bereich so ein Riesentrend gewesen nach dem Faktenchecking. Es gibt wahnsinnig viele Portale, die versuchen, Fake News aufzudecken und einem drum und dran. Und man stellt doch fest, auch der ein oder andere, ich bin Jahrgang 88, auch bei mir mit ehemaligen Schülerinnen und Schülern stelle ich fest, wie unsicher teilweise die dann tatsächlich mit Medien umgehen und das Quellenprüfen findet gar nicht statt. Was kann Schule denn zukünftig dazu beitragen, um gerade dieses komplexe Thema aufzugreifen und auch ja einen Beitrag dazu leisten, dass eben gerade nicht solche Fake News gefolgt wird? Ja, ich glaube, da sind wir wirklich als sich alle ein bisschen gefordert und auch mehr gefordert. Ich glaube, dass schon die Internetrecherche verstärkt zugenommen hat, aber muss natürlich dann auch in der Schule dies halt nacharbeiten. Es bringt jetzt nichts, dass jetzt die Quellen einfach eins zu eins übernommen werden und sagen, ja, das, was da steht, ist ja richtig, sondern genau da setzt es ja auch an. Ich glaube, die Schulen sind da auf einem ganz guten Weg. Es gibt zum Beispiel in der Oberstufe das Seminarfach, was explizit ja als ein neues Fach mal eingeführt wurde und da werden ja explizit auch Quellenrecherchen gemacht, um beispielsweise wissenschaftliche Arbeiten zu erstellen und sowas auch zu lernen. Und da ist es halt ganz elementar, dass man eben solche Quellen auch tatsächlich verifiziert und das nicht immer eins zu eins so übernimmt. Das ist ja leider auch Gottes die große Gefahr. Ich glaube aber, dass man auch früher anfangen muss. Das sehe ich uns schon so ein bisschen mehr in der Pflicht und da muss konzeptionell auch, glaube ich, ein bisschen mehr gemacht werden, denn häufig werden auch jüngere Kinder gerade durch Propaganda so ein bisschen in die Irre geführt. Und ich meine, woher sollen sie es wissen? Man kriegt, Dr. Google ist bestes Beispiel. Ich gebe eine Krankheit an und kriege 50 verschiedene Meinungen. Und wenn ich natürlich 10 davon für wahrnehme, dann ist es schon sehr schwierig. Und man muss halt wirklich genau gucken. Und das ist irgendwie auch, glaube ich, schon eine ganz große Aufgabe, auch innerhalb der Schule zu gucken, was ist davon wahr und was ist davon unwahr. Und gerade Fake News, das, was ja Herr Trump auch immer wieder vorlebt, das ist halt ganz wichtig, den Kindern wirklich klarzumachen, auch im jüngeren Alter schon. Wie kann denn jeder, aus Ihrer Sicht, wie kann denn jeder Einzelne dazu beitragen, gerade das Thema, es geht ja um die Demokratieschutzgespräche, die Demokratie in Anführungszeichen, schützen, zu bewahren? Ja, ich meiner Ansicht nach ist wirklich das entscheidende Bildung. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Wenn man diese ganzen Prozesse verstanden hat und auch weiß, was die großen Vorzüge von Demokratie sind im Gegensatz zu anderen Staatsformen, wenn man das wirklich auch in der Schule immer wieder herausstellt und dann auch wirklich mal das weiß, was man dann auch zu schützen wert oder was es dann auch zu schützen wert ist. Ich glaube, das ist wirklich das Herausragende. Und ich glaube, Bildung, das ist ja halt ein großer Bestandteil ist halt in der Schule, aber sicherlich auch in der Gesellschaft, sicherlich auch im Elternhaus. Das ist eine gesellschaftliche Gesamtaufgabe, aber halt auch wirklich, wirklich verstärkt in der Schule. Und ich glaube, da sind wir auch alle auf einem ganz guten Weg. Und ja, das ist für mich das Allerwichtigste eigentlich. Und ich glaube auch, dass das der Beginn ist, um überhaupt Demokratieschutzgespräche überhaupt anlaufen lassen zu können. Bildung steht da im Vordergrund. Zum Abschluss würde ich Ihnen nochmal die Frage stellen, warum lohnt es sich aus Ihrer Sicht tatsächlich für die Form, die wir haben, die Demokratie einzustehen und sie zu bewahren? Ja, ich glaube, man merkt das, wenn man mir so zugehört hat, also tatsächlich, eins der allerhöchsten Güter ist Freiheit. Und ich glaube, das aufzugeben, das bei allem, wo es uns auch vielleicht mal schlecht geht und vielleicht mal auch, wenn man mit Entscheidungen nicht ganz so zufrieden ist, das mag so sein, das klar, das betrifft uns alle mal. Nichtsdestotrotz könnte ich mir nicht vorstellen, für mich wäre es unerträglich, wenn ich irgendwie Einschränkungen hätte, ich darf das nicht, ich darf das nicht. Das hat jetzt tatsächlich nichts mit Corona zu tun. Das ist ein bisschen anderes Konstrukt, das kann man